Die meisten Europäer verwenden den Euro als Zahlungsmittel. Die gemeinsame europäische Währung war weit davon entfernt, ein Traumprojekt zu sein. Bei den Diskussionen über eine Wirtschafts- und Währungsunion in den 60er Jahren glaubten nicht viele daran. Heute ist der Euro die Währung von 340 Millionen Europäern und wird von weiteren 175 Millionen Menschen weltweit genutzt. Aber was wissen Sie eigentlich über den Euro? Ich bin Sascha Vakulina und wir beginnen die neue Staffel von Real Economy mit dem 20-jährigen Jubiläum des Euro. Am 1. Januar 1999 haben 11 EU-Mitgliedstaaten mit dem Euro eine einheitliche Währung eingeführt und eine gemeinsame Währungspolitik unter der Leitung der Europäischen Zentralbank eingeleitet. 3 Jahre später kamen Euro-Münzen und Banknoten in Umlauf. Im Laufe der Jahre sind der Eurozone 8 weitere Länder der Europäischen Union beigetreten. Das zweite Jahrzehnt des Euro wurde weitgehend von einer Krise überschattet. 5 Länder der Eurozone drohten aufgrund ihrer hohen Staatsverschuldung oder einer Bankenkrise die Zahlungsunfähigkeit bzw. der Staatsbankrott. Zur Stützung der Krisenstaaten wurde eine Reihe von Sofortmaßnahmen wie die Schaffung des Europäischen Stabilitätsmechanismus eingeleitet. Die 2014 beschlossene Europäische Bankenunion soll Krisen in Zukunft verhindern. 7 EU-Staaten ohne Euro sind verpflichtet, ihn einzuführen, sobald sie die Konvergenzkriterien erfüllen. Die Konvergenzkriterien sind wirtschaftliche Voraussetzungen für einen Beitritt zum Euroraum, die 1991 im Vertrag von Maastricht festgelegt wurden. Der Bericht von Guillaume Desjardins zeigt, wie sich Bulgarien darum bemüht, der Eurozone beizutreten. Im vergangenen Sommer hat Bulgarien 2 wichtige Schritte in Richtung eines Beitritts zur Eurozone unternommen. Das Land stimmte zu, sich dem Wechselkursmechanismus 2 sowie der Europäischen Bankenunion anzuschließen. Die öffentlichen Finanzen Bulgariens sind solide, aber einige Reformen stehen noch an. Bulgariens Beitritt zum Wechselkursmechanismus als auch zur Bankenunion sollte bis Ende des Jahres abgeschlossen sein, gefolgt von einer 2-jährigen Mindestwartezeit, bevor die Bulgaren ihre Landeswährung Lev zugunsten des Euro aufgeben können. Welche Änderungen stehen dadurch an? Der Währungswechsel wird das Vertrauen stärken und höchstwahrscheinlich zu einer Erhöhung der Bankenratings führen und ihnen auf diese Weise Zugang zu billigeren Finanzierungsmöglichkeiten verschaffen. Und natürlich wird die Tatsache, dass die Europäische Zentralbank neben der bulgarischen Regulierungsbehörde auch die größten systemisch wichtigen Banken beaufsichtigen wird, mehr Vertrauen in der Öffentlichkeit und bei den Vertragspartnern der Banken schaffen. In puncto Vertrauen in die EU liegt Bulgarien an 4. Stelle unter den 28 EU-Ländern. Eine wachsende Ungeduld und die Angst vor einer neuen Hyperinflation, wie sie das Land vor etwa 20 Jahren erlebte, hat die Begeisterung der Bulgaren für eine einheitliche Währung jedoch abkühlen lassen. Aktuell sind kaum noch 51% dafür, den Euro für den Lev einzuführen, und 47% glauben sogar, dass die neue Währung der bulgarischen Wirtschaft schaden wird. Das ist eine Folge der schlechten Erfahrungen von Euro-Ländern wie Griechenland, Spanien, Portugal, jetzt die Schwierigkeiten in Italien. Das macht die bulgarische Gesellschaft misstrauischer. Der Beitritt zur Eurozone würde den Export erleichtern, und die Bulgaren sind es bereits gewohnt, im Ausland oder sogar im eigenen Land den Euro zu verwenden. Sie befürchten jedoch Tricksereien unlauterer Geschäftsleute bei der Preisumstellung. Die meisten unserer Mitglieder machen sich Sorgen, dass die Preise mit der Einführung des Euro stark steigen, aber die Löhne auf dem gleichen Niveau bleiben werden. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Unsere Inflation ist gering. Wir halten Kurs in der Steuerpolitik. Unser Bankensektor ist stabil. Es wird keine wirtschaftlichen Probleme geben. Über die Vergangenheit und Zukunft der europäischen Währung sprachen wir im Europäischen Parlament in Straßburg mit Mario Centeno, dem portugiesischen Finanzminister, der seit einem Jahr Vorsitzender der Eurogruppe ist.
Der Vorsitzende der Eurogruppe, Mario Centeno, ist zu Gast bei Real Economy auf Euronews. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Wie wichtig war der Euro für den europäischen Integrationsprozess? Er ist viel mehr als eine Währung. Der Euro ist ein Teil der Identität des heutigen Europas. Er brachte Stabilität in unsere Währung, er brachte Wachstum in den vergangenen 5 Jahren. Es ist ein sehr wichtiger Teil des europäischen Integrationsprojektes. Einerseits könnte man sagen, dass der Euro schon 20 Jahre alt ist, andererseits aber auch, dass er erst 20 Jahre alt ist. As a currency, it is still a toddler. Als Währung steckt er immer noch in den Kinderschuhen. 20 Jahre sind für eine so wichtige Institution wie den Euro eine sehr kurze Zeitspanne. Wie die meisten Dinge, die von Menschenhand gemacht werden, war er anfangs nicht perfekt. Aber durch die Krise konnten wir ihn bedeutend stärken. Wir stellen uns heute den zyklischen Schwankungen unserer Volkswirtschaft mit einer sehr viel stärkeren Währung. Cyclical fluctuations of our economies with a much stronger currency. Werfen wir einen Blick auf die Reformagenda. Was sind Ihrer Meinung nach die dringendsten Veränderungen und Reformen, damit der Euro stabil und erfolgreich bleibt? Es gibt 2 Hauptreformen und einen laufenden Prozess, der nicht gestoppt werden kann. Die beiden Reformen sind der Haushalt der Eurozone und das europäische Einlagensicherungssystem, das die dritte Säule der Bankenunion ist. Und es gibt eine Sache, die wir nicht aufhalten können, nämlich den Prozess der Risikominderung. Die Länder der Eurozone haben heute ein wesentlich geringeres Risiko in ihrem Bankensektor, in ihrem Finanzsektor und auch in Bezug auf die Haushaltslage unserer Mitgliedstaaten. Wir begehen den 20. Jahrestag der Euro-Einführung. Schauen wir 20 Jahre in die Zukunft. Was bringen die nächsten 20 Jahre? Ich sehe einen viel ausgereifteren Währungsraum mit stärkeren Institutionen und mehr Integration. Wir hätten Sie gebeten, ein Objekt mitzubringen, um über den 20. Jahrestag des Euro zu sprechen. Was haben Sie dabei? Einen Rugbyball. Der Ball ist nicht einfach zu handhaben, so wie der Euro. Aber der Euro als Rugby-Team muss als Ganzes vorankommen, mit Fairplay und jeder Spieler zählt. Es ist sehr schwer, Rugby mit einem Spieler weniger auf dem Feld zu spielen. Thank you so much for this interview. And thank you for watching, and we'll see you soon.